alles gerecht. Ich war, es mögen ungefähr 12 Wochen sein, auf einer Reise, die mich nach Straßburg führte, ermüdet in der Mittagshitze an einer Felswand eingeschlafen. Nicht im Traum gedachte ich des Mädchens mehr, das in Heilbronn aus dem Fenster gestürzt war. Da liegt sie mir, wie ich erwache, gleich einer Rose, ein Schlummer zu Füßen, als ob sie vom Himmel herabgeschneit wäre. Und da ich zu den Knechten, die im Grase herumliegen, sage, »Ei, was der Teufel, das ist ja das Kätchen von Heilbronn«, schlägt sie die Augen auf. »Katharine«, rufe ich, »Mädel, wo kommst du auch her? Auf 15 Meilen von Heilbronn.« »Hab ein Geschäft, gestrenger Herr«, antwortet sie, »das mich gen Straßburg führt. Schauert mich im Wald so einsam zu wandern und schlug mich zu euch. Drauf lasse ich ihr Erfrischung reichen und erkundige mich, wie der Sturz abgelaufen, auch was der Vater macht und was sie in Straßburg zu erschaffen denke. Doch da sie nicht freiherzig mit der Sprache herausrückt, was auch geht's dich an, denke ich, ding ich ihr einen Boten, der sie durch den Wald führe, schwing mich auf den Rappen und reite ab. Abends in der Herberg an der Straßburger Straße will ich mich eben zur Ruhe niederlegen. Da kommt der Knecht und spricht, das Mädchen sei unten und begehre, in meinen Ställen zu übernachten. Bei den Pferden? Wenn's ihr weich genug ist, mich wird's nicht drücken. Drauf wandert sie kommenden Tags, früher aufgebrochen als ich, wieder auf die Heerstraße und lagert sich wieder in meinen Ställen und lagert sich Nacht für Nacht, so wie mir der Streifzug fortschreitet darin, als ob sie zu meinem Tross gehörte. Nun litt ich das, ihr Herrin, um jenes grauen, ungeschneiten Willen, der mich jetzt darum straft. Eines Tages trete ich, da ich sie auf der Stallschwelle finde, zu ihr und frage, was für ein Geschäft sie in Straßburg betreibe. Ei, spricht sie, gestrenger Herr, und deine Röte flammt über ihr Antlitz empor. Was fragt ihr doch? Ihr wisst's ja. Holla, denke ich, steht es so mit dir? Und sende einen Boten flugs nach Heilbronn dem Vater zu, mit folgender Meldung. Das Kätchen sei bei mir. Ich hüte de seiner. In kurzem könne er es vom Schlosse zu Strahl, wohin ich es zurückbringen würde, abholen. Drauf, da er, um sie abzuholen, bei mir erscheint und ich ihn in meiner Väter Saal führe, erschaue ich mit Befremden, dass er beim Eintritt in die Tür die Hand in den Weihkessel steckt und mich mit dem Wasser, das darin befindlich ist, besprengt. Ich, arglos, wie ich von Natur bin, erzähle ihm mit Offenherzigkeit alles, was vorgefallen, und tröste ihn und führe ihn, um ihm das Mädchen zu übergeben, in den Stall hinunter. So wie er in die Tür tritt und die Arme mit tränenvollen Augen öffnet, sie zu empfangen, stürzt mir das Mädchen leichenbleich zu Füßen, alle Heiligen anflehend, dass ich sie vor ihm schütze. Gleich einer Salzsäule steht er bei diesem Anblick da. Und ehe ich mich noch gefasst habe, spricht er schon das entsetzensvolle Antlitz auf mich gerichtet. Das ist der leibhaftige Satan! Und läuft, als setzte die ganze Hölle ihm nach Heilbronn zurück.